Willkommen zurück bei 92, My Old Favorites, Anke Kevinsen hier. Wir haben letzte Folge die Information gesammelt, dass wir zur Antarktis müssen und hier sind die Harmleute, die mich schon suchen, weil die Falle ausgelöst wurde, beziehungsweise der Alarm. Und da kommt er schon. Hallo! Hoff! Das hatte ich aus den Socken gehauen, oder? So, ich glaube, die Falle aktiviert sich nicht mehr, ne? Die sind jetzt alle grün, sehr schön. Da war noch eben noch einer. Kuckuck. Da wieso. Oh, echt nicht. Findest du mich nicht hübsch? Ich finde mich hübsch. Ich übernehme keine Schuld für dein. Boah! So. Hast du was gesagt? Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Ich kann nichts dafür, dass du abgenippelt bist. Hallo? Oh. What the? Ich glaube, ich habe mich mit dem eigenen Rückschlag gekillt. Scheiße. Oh Mann, ich wollte mir jetzt mal voll von hinten reinballern. Das war ja mega fail. Anscheinend ist die Explosion vom Rückschlag echt aus nächster Nähe nicht so gut. Ich auch. Zack. Oh, warte mal, nicht zu nah, wenn die reinkommen. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Nee. Ich kann nichts dafür, dass du abgenippelt bist. Ja. Ich aber. Hallo. Oh, Reichweite reicht. Na komm, warum kannst du nicht untersuchen? So. Täschchen mit. Ich bitte dich. Okay. Dann find mich mal. Junge, ey, ich hab hier geschossen. Da hinten bin ich nicht. Oh, hab ich schon voll für die Waffe. Dann machen wir noch ein bisschen AK-Action wieder hier. Was? Das ist doch nicht voll. Ach nee, da war das für die Pistole, glaube ich. Egal. Ist auch ein bisschen Munition. Na, der lebt noch. Hui, da fällt er um. Ich finde diese Animation, wie die umfallen, echt total geil. Total zum Lachen, ey. Wie kannst du denn jedes Mal von der Bananenschale ausrutschen? So, Treppe hier hoch. Gucken, gucken, gucken. Immer schon rechts vor links, ne? Oh shit, ich hab Kabel angeschossen. Oh nee. Was rennt der denn da rein? Du Horst. Ach, Junge. Oh Gott, das Fehlen geht weiter hier, aber auch auf allerhöchster Ebene. Alles unter Nagel reißen, was nicht nied- und nagelfest ist. Zack, boom, tot. Oh, shit. Wow, der ist aber geflogen, nein. Geile Waffe. So langsam wird mir das echt zu blöd mit dem Hin- und Hergelaufen hier. Warte mal. Müssen wir noch mal schaffen. Hat die eigentlich ein Schalli? Ich glaube, das ist ein Schalli drauf. Oder ist die laut? Keine Ahnung. Klingt so komisch leise. Ich glaube, das ist kein Schalli drauf. Ah, nur ein Schuss. Da haben wir auch nicht so viel. Ich glaube, wir müssen die Akama nehmen. Da finden wir auch Munition für. Oh ja. Da haben wir schon viel jetzt. So. Jetzt gehen wir hoch und fangen mal an, nicht zu schießen, wenn wir rausgehen. Das wäre doch mal anfangen. Hallo, Respawner Kamal. Gehen Sie zur Straße. Armstrong wartet auf Sie. Los. Was ist das denn? Bitte! Ui! Ich wollte mal gerade gucken, wie er hin läuft. Och Mensch, Kamal. Du bist doch ein Agent. So eine Pussy, ey. Gibt's ja nicht. Gut, wir müssen raus zu Armstrong. Zu diesem krassen. Was ist der überhaupt? Schottischen Kämpfer. Das ist ein Schotte, ne? Ja. Der sah auf jeden Fall wie ein Schotte aus. So mit dem Kilt und so weiter. Hier ist ja sowieso alles so ein bisschen Stereotypen hoch 10.
Also wirklich alles, was du hier findest, ist Stereotyp. Der typische Inder, typische Schotte, typische Engländer, typische Amerikaner, typische Russe, typische, ich glaube Chinesen sind das, typische Chinesen, Ninjas, alles typisch, 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 natürlich. Jeder, na, wie nennt man das? Ach, ich zähl mir das Wort nicht ein. Nein, dieses Ding wird durch den Kakao gezogen. Alles, was man so von denen erwartet, wie es so sein müsste, wird durch den Kakao gezogen. Von den typischen Stereotypen. Wie hieß denn das noch? Harm im Alleingang auslöschen hier. Indian Platz von Harm ist bei leer. Denn Kate Archer war hier. Geh durch diese Tür. Sie führt auf die Straße. Dungi. Vogel. Achso, Vogel. Jedes Klischee wird ausgenutzt. Mein Gott, ich hab das Wort. So, Kreuzfeuer. Ach nee. Autosave, weiß gar nicht, ist das an? Machen wir mal schnell speichern hier. Hallo? Schau her, was du gemacht hast. Ich, das ist doch deine Schuld. Meine Schuld? Du hast eben nicht aufgepasst, wo du hinläufst. Das ist wohl übertrieben. Ich hab wohl einen Moment weggesehen, aber du bist wie ein Irrer um die Ecke gerast. Ich dachte, ich hätte einen Affen gesehen. Ich auch. Darum habe ich mich umgedreht. Na klar doch. Warum sollte ein Affe dich verfolgen? Manchmal riechen sie meine Bananen. Letzte Woche hat mich ein ganzer Haufen von denen angegriffen. Die haben meinen halben Vorrat gestohlen. Hinter meinen Mangos sind sie auch immer her. Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Feind, mein Freund. Du glaubst doch nicht etwa. Glaube was? Kann es ein Zufall sein, dass zwei Obsthändler im selben Augenblick an derselben Straßenecke Affen sehen, erschrecken und so zusammenstoßen, dass beide Obstkarren nicht mehr zu gebrauchen sind? Du meinst, die haben das eingefädelt? Diese Bastarde! Vorsicht, mein Freund! Die könnten jeden Moment angreifen! Sie haben Gewehre! Ja, ich glaube eher, dass sie sich gegenseitig gesehen haben, diese Affen hier. Was für eine interessante Unterhaltung hier. Oh, Zeitung kann ich nicht lesen. Ja, komische Typ. Aber jeder muss seinen Unterhalt verdienen. Was ist denn hier passiert? Alles kreuz und quer. Oha. Acht auf Scharfschützen auf dem Balkon. Auch das noch. Wow. Wo muss ich lang? Wo bist du, Armstrong? Wo bist du? Hier bist du nicht. Da ist Rüstung. Auch gut. Okay, das sind Zivilisten, nicht Zivilisten killen. Das ist kein Zivilist und das auch nicht und ich. Wo versteckst du dich? Da hinten ist er. Ein Tulva. Und ein bisschen Phosphormunition. Immer mit in die Tasche. Oh, Sniper. Sniper. Sag mal. Kann man die auch killen? Ja. Ist es aber auch ein Terz, du. Oh Mist, Sackgasse. Ich habe schon fast keine Munition mehr. Oh shit. Lass mich doch mal wenigstens die Tasche hier ausrauben. Koste meine Rache. Ich habe noch viel mehr Rache als du hier. Siehst du, meine Rache ist doppelt so krass. Was? Auf dem Boden zu liegen? Ja. Glückwunsch. Hast du geschafft. Ach, zu wenig Munition. Oh Gott. Muss ich mit Pistole wieder rumlaufen hier, oder was? Gepistelt hier! Zack! War doch noch einer, oder? Nee, doch nicht. Boah, so viel Loot! Ich loote einfach mal noch schnell jetzt, dass ich es am Anfang kriege. So. Boah, ich war fast schießen. Ah, da ist doch noch einer! Wow. Ist das hier ein Zettel? Sanjay Productions stellt vor, der weltberühmte Pierre, der König der Pantomime und seine Troupe de Pantomime. Nur eine Abendvorstellung. Der Kartenvorrat ist begrenzt. Ja, nee, ich bin kein Pantomime-Fan, also kann mir gestohlen bleiben. Außerdem böse und Gegner und wollen mich töten, da habe ich keine Zeit. Gott, wie viele sind denn das hier? Ganz harm in einer Ecke oder was? Warum stuck ich hier?
Wo zur Hölle? Boah, yo! Nein, ich hab Taste. Och, warum geht X denn schon wieder nicht? Diese Schnellswitch funktioniert teilweise einfach nicht. Es will nicht gehen. Schnell laden. Los. Jetzt. Ach nee, das Gespräch gucken wir nicht nochmal an. Achte auf Scharfschützen auf dem Balkon. Oh, kommt der jetzt von hinten? Ich rush jetzt mal durch. Mal sehen, ob das klappt. Falsche Richtung, aber was. Ah, geh doch weg. Kannst doch nicht ins Feuer reinlaufen, Idiot. Ich hab das Gefühl, dass auch wieder unendlicher Spawn hier ist. Oh, nö, das war keine gute Idee mit dem Rush. Boah. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Fucky, fucky, fuck, fuck, fuck. Sorry, ich bin gerade so ein bisschen am Fluchen. Wo ist denn der andere, der da oben war? Da. Shit. Shit. Hörst du jetzt mal auf, um zu fluchen, da? Ich fluche jetzt mal auf andere Weise. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich brauche ein bisschen Rüstung und HP und... Ach, eine Granate kann ich mir lassen. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner. Ja, ein bisschen Verbandzeug. Gut. Nicht gut. Kann ich nicht jetzt einsetzen. Ach, schnell. Oh. Ich brech zusammen. Oh ja. Nochmal schnell speichern. Das ist eine gute Stelle hier. Falsche Taste. Richtige Taste. Oh, das ist so anstrengend hier. Auf 180 gerade. Oh, das ist doch echt. Komm nicht jetzt wieder von hinten. Nein, komm nicht. Fliegender Wechsel von indischen Haarmitgliedern. Und ich habe schon wieder fast keine Munition mehr. Diese Sniper. So, jetzt bitte gib mir hier was Gutes. Ein bisschen Munition, immerhin. Ach. Oh, scheiße. Das ist doch nicht zu fassen. Ich hab schon wieder einen Trigger ausgelöst. Boah, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich doch. Heiliger Keks. Mir noch ein bisschen Rüstung. Ja, ein bisschen mehr wäre noch besser. Speicher noch mal, auch wenn ich nicht viel habe, aber ich bin wenigstens ein Stückchen weiter. Oh, die Sniper. Ach so, ja, die hat er gedroppt jetzt. Und Verbandzeug. Wunderbärchen, alles klärchen. Ach, da ist Armstrong. Komm, Armstrong, Rongi. Ja! Ah. Unsichtbare Wände. Ja, das ist meistens in solchen Spielen. Warum ist das so dunkel hier? Was soll das? Eine Falle! Wir sind gefangen! Ich hatte eine echte Herausforderung erwartet. Was faseln Sie da zusammen? Das ist also die mächtige Kate Archer? Wie enttäuschend. Wenn ich hier rauskomme, schlage ich ihr feistes Gesicht durch die nächste Wand. Es ist ein langer Weg nach unten, mon ami. Wenn Sie aus dem Käfig wollen, müssen Sie rausfließen. Wie Zwiebelsuppe. Wie? Okay. Klingt wie, Anstatt, dass er es einfach sagt. Fred Astaire? Farad? Bonnie? Kriegen wir nie mal. Mon Dieu, heraus damit! Sir, kommen Sie schnell. Wir haben ein Problem da draußen. Oh, Bombe. Ja, französische Intelligenz trifft auf französischen Bullshit. Was mache ich denn jetzt hier? Sag doch mal auch was, Armstrong. Ach,
Schwesen. Braves Mädchen. So, raus hier. Aus dem Höllenloch. Ja, machst du jetzt was? Tür auf? Nee. Geht nicht. Die Tür ist von der anderen Seite verrammelt. So verrammelt aber auch. Ich breche sie auf. Brech mal. Oh, so männlich. So war das nicht gerade gedacht. Sie werden diese Tür aufmachen müssen, Mädchen. Vive la France! Mach ich. Ich krieg dich. Ih, böse. Jetzt reden die auf einmal. Ich fand die ruhig besser. England gegen Frankreich in Indien. Das ist echt ein kultureller Schock hier, ey. Boah. Gut. Ich würde mal sagen, nach dieser Falle und dieser Befreiung und diesem Typen, der mit seiner mächtigen, wuchtigen Kraft hier alles zerstört, sage ich einfach mal Tschüss für diese Folge. Die ist schon lang genug. Likes, Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge von My Old Favorites Nolf 2 wieder. Bis demnächst. Tschüss.